der David hier aus dem Bodypower Studio in Weißenturm und heute mache ich mal so ein kleines oder schon ein bisschen größeres Unboxing. Habe meine Sponsorware bekommen von Weida. Für alle, die ganz ultra empfindlich sind in Sachen Werbung, bitte jetzt abschalten. Bitte keine bösen Kommentare schreiben. Schaut euch das Video nicht an. Und für alle anderen und für mich, schauen wir jetzt mal, was hier drin ist. Schon selbst vergessen, was ich da bestellt habe. Das sieht ja schon mal ein bisschen süß aus. Ne? So, als erstes Klassiker empfehle ich immer jedem Kreatin. Wer kein Creagenic nehmen möchte, kann natürlich auch Monohydrat nehmen, ist ein bisschen günstiger. Aber Kreatin an für sich, ein ganz wichtiges, super Supplement finde ich, ist das. Premium Night, das ist relativ neu von Weida, das ist zum Schlafen, da ist, sind verschiedene Sachen drin, die einen tieferen Schlaf ermöglichen, unter anderem eben GABA zum Beispiel, für eine bessere Erholung nachts. Dann, die hat es ein bisschen zerhauen hier, die 60% Riegel, 60% Eiweiß und die schmecken trotzdem richtig geil. Mein Lieblingsgeschmack ist dieser Salted Peanut Caramel. Er hat einen Riegel so 27 Gramm Eiweiß. Mal nachgucken. Ja, genau, 27 Gramm Eiweiß, 6,8 Gramm Kohlenhydrate, 4,2 Gramm Fett. Also für die, die auf richtig gute Werte stehen. Der Yippie schmeckt natürlich ein bisschen delikater. Ah, den habe ich auch noch drin. Der schmeckt natürlich ein bisschen besser, ist auch ein bisschen knuspriger und so weiter. Aber wer wirklich auf die Werte guckt, da ist der Beste. Und bei den meine Lieblingssorten beim Yippie sind eben dieses Cookies Double Choc und auch Salted Caramel, der ist auch jetzt neu. Da ist das gleiche Bild drauf, gell? Ne, ist unterschiedlich ein bisschen. Das sind die, die mir am besten schmecken von denen. Dann, was habe ich hier noch? Ja, für meine alten Knochen, so Gelenk Joint Caps. Das hier im Prinzip auch nochmal, Glucosamin, Chondroitin, MSM, sind so die, ja, die bekannten Gelenknährstoffe. Dann Calcium, das sind so wie so Gummibärchen, sehen die aus, sieht man das? Also keine Tabletten, sondern so ja, Drops halt. Die habe ich unter anderem für meine Freundin, weil die keine Milch trinkt und ja noch stillt, wie der eine oder andere vielleicht weiß, damit die ein bisschen Calcium kriegt für ihre Knochen. Ja? Noch einer davon. Dann Wake Up X. Das trinke ich im Moment immer morgens statt Kaffee oder noch zum Kaffee dazu. Das ist so eine Mischung, ja, das ist eher so weniger jetzt für Bodybuilding, sondern eher, ich nehme das immer, weil das so schön einen klaren Kopf macht. Also ist Koffein drin, ist auch ein bisschen Kreatin drin, aber zum Beispiel ist da auch drin grüner Kaffee, da ist Ginkgo-Blattpulver drin. Also so Dinger, ja, wie gesagt, wo man ein bisschen die Birne auf den Vordermann bringt, damit man geistig arbeiten kann. Dann ja, Omega-3s, Fischöl, ist ja ein Klassiker. Nehme ich immer so 4 bis 6 Gramm am Tag. Pudding. Ja, ist im Prinzip wie ein Proteinpulver, nur das wird halt sehr dick, wie ein Pudding. Schmeckt richtig geil, macht auch ganz gut satt. Habe ich jetzt vor allem immer genommen in der Zeit, wo ich Diät gemacht habe, aber in letzter Zeit esse ich wieder ein bisschen mehr. Da trinke ich dann eher Eiweiß. Arginin Explode, das habe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ein Arginin-Pulver mit Geschmack. Glaube ich jedenfalls. Ohne Koffein, also es ist wie so ein Booster vom Training, aber jetzt nichts, was auf den Kopf geht, sondern eben hauptsächlich für den Pump. Ich glaube, es ist ohne Geschmack. Ja, werde ich noch rausfinden. Jedenfalls Arginin bin ich ein Fan von, für einen guten Pump beim Training halt. So, das war einmal das. Ja, hier nochmal für die auch für die Gelenke gibt es auch in dieser als Drops, also in dieser Gummibärchen-Variante, so ähnlich wie das Calcium. Protein Pancake, ja, auch das ist so ein
bequeme, schnelle Mahlzeit. Muss man eigentlich nur anrühren mit Wasser, schütteln und in die Pfanne hauen. Dann hat man einen schönen Pfannkuchen mit viel Eiweiß. Und dann, ja gut, Eiweiß ist, denke ich, klar. Das ist CFM Whey, also ein Isolat, ein Molkeisolat. Einmal ein Erdbeer. Achso, das hier ist so ein Fruity Isolate, das ist ein ganz so ein dünnflüssiges. Das wird also weniger wie so ein Milchshake, sondern ja, fast wie Saft. Das ist eigentlich im Sommer ganz cool, kann man mit Wasser trinken und dann ist das eher so ein erfrischender, säuerlicher Geschmack und nicht so dieses milchige, puddingmäßige. Das CFM nochmal in Vanille. Schoko. Und zum Schluss mein geliebter Whey Coffee, den ich eigentlich jeden Morgen auch eine doppelte Portion trinke, immer so, also 2 Löffel, 60 Gramm ungefähr. Und ja, der schmeckt mega geil und der macht auch die Augen auf morgens. Jo, das war's. Das sind meine Supplements jetzt. Vielen Dank an die Firma Weider. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Nochmal, wer Angst hat, hier beeinflusst zu werden durch Schleichwerbung, das ist keine Schleichwerbung, das ist ganz offensichtliche Werbung. Und ansonsten gerne den Kanal teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und bis zum nächsten Video. Guten Pump, ciao.